Die Lagune hat ein neues Teammitglied. Und das richtet sich vor allem an die kleinen Besucher. Ja, ich denke, dass so die Affinität von Kindern zu Seetieren ja sowieso recht hoch ist. Und ich denke, dass es infolge der Entwicklung in der Lagune innerhalb der letzten anderthalb Jahre ganz einfach auch nötig ist, ein Maskottchen zu haben. Letztendlich auch irgendwas, womit die Kinder ihren Wasserspaß, den sie haben, verbinden. Für den neuen Mitarbeiter musste natürlich auch ein passender Name her. Deshalb haben über 400 Teilnehmer 3 Monate lang Vorschläge eingereicht und nun steht er fest. Das muss natürlich gefeiert werden und dazu bietet sich der kommende Familiensonntag an. Ja, also wir bedanken uns recht herzlich bei allen großen und kleinen Cottbussern, die mitgemacht haben, als es darum ging, für unser Lagune-Maskottchen den passenden Namen zu finden. Den möchten wir jetzt zum Familiensonntag am 3. Februar recht herzlich bei der Maskottchenkaufe präsentieren und dazu laden wir natürlich alle großen und kleinen Cottbusser ein, dabei zu sein. Und der nächste Besuch muss gar nicht lange warten, denn nächste Woche beginnen auch in der Lagune die Winterferien. Ja, wir machen wie immer in den Ferien unsere allseits beliebten Lagune-Ferienspiele, also von 14 bis 17 Uhr täglich mit Animation, Springen, Hüpfen, Wasserrutschen, also was es nicht alles gibt bei uns im Bad. Ein Besuch lohnt sich also, zumal es nächste Woche laut Wetterdienst wieder kälter werden soll. Und was ist da besser, als drinnen im warmen Wasser zu planschen?